Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zum Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer zusammen mit dem Klicky. Hallo! Ja, es ist mal etwas Besonderes. Wir sind mal hier im Konvoi, bitte. Sachsen's Player, folge mir mal bitte. Quanzek, Ninja Hase. Ja. Folge mir auch mal, Hermiklick. Ja, das mach ich mal. Ja, wir sind hier beim Quanzek Konvoi mit dabei. Einjähriges Bestehen. Jetzt ist es flüssig, vorher noch nicht. Und wir wurden wohl gerade in die richtige Reihe buxiert, das finde ich gut. Zwei Platze hupen hinter mir. Ja, wenn ihr da vorne auf die Klotze geht, wie ich. Oh. Wolf eingerastet. Und zack, der bei mir eingerastet. Das ist ohne Dings halt, ne? Wenn du da. Ja, so ist das halt. Was ist denn da vorne los? Wieso wird uns so gezuckelt? Ich auch nicht. Ich kann nicht selber, aber auch nicht Gas geben. Jetzt kommen sie rechts vorbeigefahren. Pixelpuppe. Vorne gerade nur so 10-15 km/h. Weiter geradeaus Richtung Hamburg-Dortmund, okay. Kannst ja kein Tempomaten darauf einstellen. 15 doch. Ich hab 10. Boah, das geht man also auf dem öffentlichen Bild. Das ist einfahren. Das ist einfahren. Es geht gerade nicht anders, sorry, der. Das wäre fast mein Spiegel gewesen. Bitte Abstand halten, das ist gut. Ja. Wir brauchen keinen Abstand halten, wir können ja aussteigen und laufen. Ja. Immer schneller. Also wir quatschen wollen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich sollte Chris, der Chef, hier kommen, der Chef von der Sauerköll. Und soll da ein bisschen was zu einjährigen Bestehen sagen, noch ist er nicht da, vielleicht kommt er jetzt im Laufe der Season noch, aber wir fahren ja einfach mal den Konvoi mit, ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Also viele Themen haben wir nicht, weil ich glaube, wir müssen konzentriert, dass wir hier nicht irgendwie einen Totalschaden hätten. Ja. Man kann nur sagen, wir sind eigentlich die einzigen Ohnehänger. Ja, ist aber auch, denke ich mal, besser so. Ja. Das weil wir wissen noch nicht, wenn wir jetzt hier permanent immer Schaden kriegen, ob wir dann die alten Spielstände wieder laden oder wie das dann hier wird. Was hat er jetzt geschrieben? Konsek, Ninja, überhol mich bitte und fahre dann hinter. Ich fahre dann hinter dir weiter. Okay, dann folgen wir mal, Miggi. Ich glaube nicht, dass sie wissen, dass ich da dazugehöre. Der zieht nämlich wieder ran. Die raffen das nicht. Ich jetzt. Bleib einfach mal neben mir. Ich bleib mal neben dir. Ja, da hat den Chat nicht ein. Da fährt einfach weiter. Na jetzt, oder? Ich sehe das schon. Ja, da fährt immer wieder ran. Bleibst du halt neben mir. Na, vor dir reinfahren. Wenn jetzt einer von hinten mit 100 geschossen kommt, fliege ich durch die Welt, ne? Ja, dann schau mal vor mir ein. Muss die Christin doch gesagt haben, oder? Eigentlich schon, aber whatever.
Halt, aber. Oh ja. Irgendwie schon ein bisschen komisch, oder? Warum geben die jetzt kein Gas? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der erste, wer ist denn das überhaupt? Der ganz, 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 ganz vorne. Cyberstorm. Ah, okay. Oh, keine Ahnung. Kann man schon sehen. Vielleicht, wenn sie das Ding halt, den können wir einfach zusammenhalten. Aber wenn die alle hinter uns sind, haben wir hier vorne sowieso keine Leckprobleme. Ah, da ist er, zwei. Okay. I said no overtaking at my side. Philipp 12, 12, ist das da Philipp? Nee. Das ist ja Philipp Paletti LP gedünst. Hatte ich schon anfangs gedacht, aber nee, ich kenne aber ganz ehrlich, ich kenne nur Master to Die, der mal deutscher Edmund war, aber scheinbar sind dann neue Deutsche. Der ist noch ein Konsex-Chef. Ja, ich habe ja mit Christian vorher mal gequatscht, die sind ja mittlerweile 70 Mann bei Konsec. Mit, Ausbilder, anguckst, ne? Fahrschüler, mit allem drum und dran. So, das versteht natürlich der Finne hier nicht. Er wird jetzt einfach reinziehen. Oh, was ist ein Gefahrer da hier? Bang to die. So, geht's natürlich voran. Ja, wann reagiert denn der erste Retarder? Wie viel kam er? Ja, die ersten zwei Stufen, wie gesagt, das ist nur die Motorstaubbremse. Die geht normalerweise dann bei einem gewissen Ding aus. Bei einem, wann wird die ausgehen? 15 km/h geht dann aus, da ist nichts mehr. Muss die größeren Stufen dann nehmen. Halt overtake! Komm, geh mal alle nochmal danken. Da freut sich die Tankstellenfrau. Wird ja, wenn die jetzt mal hier so schnell bleiben würden. Dann schreit nichts, beim Sascha Wetter. Aktros-Fahrer 1875 vor allen Dingen. Hab schon nicht gesehen, 1875. Fahren, schreibt er. Wohin will er denn fahren? Was ist jetzt bleibt hier rechts stehen oder wie? Ich wette mit dir, die wollen mich los haben. Ach. Doch, weil die nicht wissen, dass ich hier dazugehöre. Dann sind sie aber selber dran schuld. Ich meine, Chris ist ja nicht mal hier der Chef. Und er hat noch vorhin gefragt, wo du bist, hast du gesagt, 100 Kilometer hat er noch. Bis 20 Uhr schafft er es, hat er gesagt. Sogar 300 Kilometer mehr, hat er gesagt. 300 Kilometer mehr? Ja, weil du machst ihn nicht da warst. Ja. Scheiße mal auf die Lichttube, Alter, was willst denn du? Achso, ich glaube, die ziehen gerade so rein. Ein Stopping Overtakes, Overtakes. Eige Fahre hier, das auf dem Standstreifen. Was ist denn, wenn du jetzt da vorne hin einen Unfall hat und es gerade vor ein Dreieck aufstellt? Na, dann werden wir das wohl bereuen. Hm. It's not your job. Pass auf. Also so als kleine Information für alle die, die mit an erster Reihe fahren. Wir fahren jetzt hier mal auf dem Seitenstreifen. Machen wir langsam und warten, bis dann alle aus dem Steinbruch raus sind, dass dann alle aufschließen können. Und dann hoffe ich doch mal, wenn dann alle da sind, dass wir dann so langsam aber sicher dann weiterfahren. Ja, René.
Die haben mich halt nur in der Whisperliste drin. Ich hab die halt nicht in der Whisperliste. Das ist schade, da könnte ich zurückwispern. Alles klar. Bring mal Kaffee vorbei und sagen Chris, der soll mal runterkommen. Du leckst gerade wie Sau. Ah, oh, okay. Auch nicht in-game. Nee, der ist mäßig. Was gerade wieder Roboter. Ah, okay. Meiner ist jetzt so irgendwie rückwärts gerollt. Au. Es wird eine Weile dauern, bis die alle aus dem Steinbruch raus sind. Aber hier sind 26, 27 Fahrzeuge. Konzeichef Philipp ist auf jeden Fall, oh, dem kommen wir jetzt näher, das war der, den ich vorhin schon gesehen habe. War der Große mit dem Bart, ja? Das war der mit dem Sauerkohl, ja. Und Chris war das ohne Sauerkohl. Ja. Obwohl das eigentlich gerade die verkehrte Welt war, aber... Ja, ne, sind ja beide Konzeichef. Ja. Aber einfach war ja nur Chris Chef, ne? Irgendwie, glaube ich schon, ja. Das Ding losging. So, wenn dann die meisten dann so weit auf der Autobahn sind oder auch langsam in dem Seitenstreifen, wo wir gerade an der Konvoispitze vorne zum Aufholen bereitstehen, dann lass doch mal bitte die Speditionen alle zu sich aufreihen, wo sie dann bitte auch alle hingehören. Das wäre ganz arg nett. Wie gesagt, die, wo dann so privat für sich fahren, bitte dann hinten einreihen. Die Aufteilung dürfte jetzt bekannt sein und dann lasst ihr die dann bitte auch alle mal vor. Jean, der arbeitet noch. Bitte den Standstreifen nutzen, wir warten auf den Rest des Boys. Chicago. Hier nicht, wo ging der her? Ne, der aktivierte Tempomat bei den Geschwindigkeiten gar nicht. Ne, geht glaube ich erst ab 20, 25, also eigentlich glaube ich bis 15. Gepasst haben, der Sachsen-Player macht einen Anfang, dann die Sinnlos GmbH, dann die CGG, dann DS und dann die Spedition GGL und dann der Rest bitte da dahinter einfügen. Und wie gesagt, wenn von den Speditionen einer vorfahren möchte und zu seiner Spedi möchte, dann lasst ihn bitte vorbei zum Einreihen. Dankeschön. Mhm. Bleib weiter vorne. War lieber weg, ich wurde nicht genannt. Hey, an sich passt das ja schon. Hast du vor dir genug Abstand? Weil dann könnte ich dich ja fix überholen. Jetzt kannst du. Macht aber eigentlich keinen Unterschied, ob du vor mir bist oder der andere. Ja doch, also rappen sie es vielleicht wenigstens, dass du zu mir gehörst, whatever. Sehen sie ja eigentlich auch im TS, wer da noch drin ist, ne? Ja, ich ja. Hab ja nur hier denselben Namen. Oh, jetzt hing's aber gerade, oder? Nö, wurde alles. Also wir stehen im Endeffekt. So, gut, dann hing's doch nicht. Gut, wurde wieder an. Okay, ich bin rausgeflogen. Echt? Connection with server has been broken. Restart to connect again. Hat mich wahrscheinlich gerade einer rausgeboxt. Nö, das würde ja im Chat drin stehen. Ja, wenn ich mich dort jetzt einlogge, Alter, fliegt alles durch die Luft. Versuch mal. Das ist... Ja, obwohl hinter mir ist nicht, weil du bist ja noch in Game. Ach so? Naja. Warte mal, nee, jetzt bist du draußen. Kommt der von Konzek wieder. Einmal mal einloggen, die haben eigentlich ganz gut Abstand. Dann kurz Vollgas geben. Ja, aber ich werde mich dann in dem einloggen wahrscheinlich. Ja, was willst du machen? Er hat mich hundertprozentig inner gekickt. Nein, sonst würde das ja im Chat drin stehen, wenn Admin kickt. Ist sie dir da ganz sicher? Ja, weil das schon die ganze Zeit drin steht, wenn Philipp kickt. Scheiße.
Hast du gesagt, Achtung, der kommt wieder? Nee, weil wir sind schon was sicher an irgendwelcher Stelle. Wir fahren ja weiter. Wollte mich doch nicht einloggen, Alter. Weißt du, was da von Chaos losgeht? Ach, wir sind doch noch weiter vorne. Einloggen, auf linke Spur, vorziehen zu mir, wieder rein, fertig. Das geht gleich tierisch ins Auge, das sag ich dir. Mach's einfach. Ja, ihr habt's alle gehört. Yep. Ich bin zwar drin. Und jetzt ist auch irgendwas passiert hier, keine Ahnung. Einfach weiterfahren. Bin mir so noch genug Abstand. Komm her, Freunde! Damit's! Was soll das? Schreibt einer. Was soll das? Ich komme mit Hupen! Bist du denn, Alter, wie weit seid ihr denn hier schon wieder vorne? Dappeln hier mit 22 km. Wenn's dich da überhaupt aus den Standstreifen rausgehauen hat.